Willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es um die Oberfräse OF1010R. Was machen wir heute? Was ganz Besonderes, und zwar ein Trainerkollege aus Korea hat mir hier einen kleinen Trick verraten, und zwar wie man mit solch einem Dreieck, einem gleichschenklichen Dreieck, wie man hier solche Profile in so eine Füllung herstellen kann. Was wir zu benötigen, wie schon gesagt, ist das gleichschenkliche Dreieck. Und egal jetzt, wie groß das Dreieck ist, das ist immer ein bisschen abhängig natürlich, wie die Form nachher aussehen soll, wie die Profilierung nachher aussehen soll. Also schon ein bisschen individuell angepasst an das jeweilige Türenprofil, an die Füllung des Türchens. In meinem Fall habe ich jetzt hier so ein Türenrahmen schon mal vorbereitet. Er ist grundiert, das heißt also noch nicht fertig. Deswegen werde ich auch hier direkt an diesem Rahmen mein Dreieck letztendlich, hier einsetzen. Natürlich könnte man auch eine Schablone nehmen von unserem Multifräs-Schablonensystem, das hier jetzt praktisch aufgesetzt wird, und dann natürlich in der Höhe, in der Breite verstellen. Aber in unserem Fall, in diesem speziellen Fall, werde ich jetzt hier direkt an diesem Rahmen das Ganze durchführen. Was wir zu brauchen, ist natürlich die Oberfräse, hier jetzt die OF1010R und den Kopierring. Und um den Kopierring hier genau zu platzieren, möchte ich ein bisschen genauer eingehen, weil hier werden manchmal auch Fehler gemacht. Als erstes mache ich hier mal diesen Kunststoffring raus. Schraubendreher, um nachher den Kopierring zu platzieren. Auch hier sind ein paar Dinge zu beachten, und zwar dahingehend, dass wir hier jetzt Senkkopfschrauben haben, und diese Senkkopfschrauben sollte man nicht einsetzen zur Montage von dem Kopierring. In meinem Fall habe ich jetzt hier einen 30er Kopierring, und hier sind im Lieferumfang dann solche Flachkopfschrauben dabei, die dann exakt in die richtige Position dann passen und eingeschraubt werden können. Für das Zentrieren des Kopierringes werde ich hier einen sogenannten Zentrierdorn einsetzen. Den werde ich jetzt hier ins Zentrum bringen, schraube jetzt das Ganze hier fest und kann jetzt hier ganz einfach die Spannzange etwas anziehen von Hand, sodass hier der Zentrierdorn fixiert ist. Und jetzt seht ihr, kann ich hier oben noch sehr einfach den Kopierring verstellen und positionieren auf meine Schraubenlöcher. Dann ganz wichtig, diese Flachkopfschrauben einsetzen. Und dann kann man den Zentrierdorn wieder demontieren. Und jetzt weiß ich aber, dass der Kopierring exakt im Zentrum ist. Und diese Zeit sollte man sich schon nehmen, um hier eine exakte Einstellung durchzuführen. Als nächstes nehme ich jetzt hier so einen Hohlkehlfräser. Das ist ein kleiner Hohlkehlfräser. Es gibt eigentlich auch verschiedene Durchmesser von diesen Hohlkehlfräsern bei FISWIM Programm. Schon recht kleiner. Und den bringe ich jetzt hier ins Zentrum. Auch hier ist ein Vorteil, ich kann dadurch, dass ich hier sehr viel Platz habe, kann ich den Fräser sehr komfortabel montieren. Dann drücke ich die grüne Spindelarretierung und ziehe das Ganze hier mal handwarm fest, mit dem Gabelschlüssel nachziehen, und dann war es das auch schon. Nun kommt das Dreieck zum Spiel oder zum Einsatz. Das setze ich jetzt hier auf diesen Kopierring oben drauf, und es lässt sich natürlich noch drehen, sodass ich hier die Kontur dann auch abfahren kann.
Für die Füllung nehme ich jetzt hier einfach mal ein anderes Stück. Das ist eine kunststoffbeschichtete MDF-Platte, die in der Regel ja nachher dann noch gefüllt wird, geschliffen wird und wird dann hier in diesen Rahmen hier eingesetzt, mit Stäben versehen und fixiert. Das Ganze legen wir mal zur Seite kurz. Nun habe ich hier solche MFT-Hebelzwingen, die ich jetzt hierzu einsetze, um das Werkstück zu fixieren. Sehr komfortabel. Und schon habe ich hier das Ganze in einer sehr festen, stabilen Form platziert. Die Fräse wird jetzt hier aufgesetzt und mittels dieses Dreiecks jetzt praktisch das Ganze hier abgefahren. Ich kann natürlich jetzt auch während dem Arbeiten die Fräse drehen, sodass ich immer in der richtigen Position bin und dann praktisch wieder zum nächsten Stück und rüber. Und so kann ich hier sehr komfortabel das Ganze abfräsen. Natürlich muss die Frästiefe noch justiert werden. Und dazu gehen wir her. Wir haben ja hier an der Seite unsere Feineinstellung, fahren mit dem Fräser ganz nach unten auf die Werkstückoberfläche, arretieren das Ganze hier. Und jetzt habe ich hier diese Zehntel-Millimeter-Einstellung. Da gehe ich hier auf diesen kleinen Revolveranschlag und fahre dann ca. 2 mm nach oben. Das müsste normalerweise reichen, um so ein schönes, feines Profil zu haben. Aber letztendlich muss man natürlich wissen, wenn ich hier das zum ersten Mal mache, mache ich das immer mit dem Probestück. Mache mal die erste Fräsung, schaue, ob alles funktioniert. Und dann gehe ich mit dem Originalstück dann praktisch ran zum Arbeiten. So, die Frästiefe ist soweit eingestellt. Jetzt mit Strom versorgen und dann legen wir los. So, ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben hier nun eine schöne Füllung rausgefräst. Hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachschleifen, wenn wir ein bisschen zu langsam gefahren sind. Das ist eigentlich auch eine Schwierigkeit beim Fräsen. Das heißt, wenn ich zu langsam mich bewege, gibt es leichte braune Spuren. Aber hier in meinem Fall, wenn ich sowieso nachher noch lackiere, kein Problem. Aber ich denke, ein schöner Trick mit diesem kleinen Dreieck. Ich denke, ihr habt hier wieder ein bisschen Informationen bekommen. Freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann, euer Frank. Tschüss.